Ihr erster Satz, als ich durch die Tür kam, Mensch, Kleiner, und ich war ein bisschen größer als sie, Mensch, Kleiner, du hier, das ist ja eine Freude. So hat sie mich begrüßt nach vielen, vielen Jahren. Und es war sofort so, als hätten wir uns erst ein paar Tage davor gesehen und ein Tässchen Tee zusammengetrunken oder was auch immer. Sie hatte diese, ja, das mag ich so an Menschen, gibt nicht so viel davon, diese völlig ungekünstelt anmutende Herzlichkeit, die einen sofort, selbst wenn man sich lange nicht gesehen und gesprochen hat, warm und wohlig umfängt. Und dann, ja, hatte sie auch noch im hohen Alter eine kraftvolle Erotik. Jeder zweite Wimpernschlag war irgendwie immer auch ein kleiner Flirt. Eva Maria Hagen, jetzt ist sie mit 87 gestorben. Ein Porträt der Künstlerin von Maria Ossowski. Sie war eine Vertriebene aus Hinterpommern, noch brünett, als sie mit 17 Jahren unter der Regie von Bertolt Brecht am Berliner Ensemble debütierte. In dem Moment, in der Zeit habe ich es wohl nicht so begriffen, dass es ein großer Moment war, ihn zu treffen, kennengelernt zu haben. Später, im Nachhinein, habe ich dann doch festgestellt, dass er mir die Richtung vorgegeben hat. Seine Lieder sind in mir alle, seine Texte, ich kenne alles, seine Lieder liebe ich. Warum bist du so rot? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Die Liebe war Ansporn, Lebendigkeit und Glück in ihrem Leben. Die Liebe zu ihren Männern, die berühmtesten waren Wolf Biermann und Peter Hax. Die Liebe zu ihrer Tochter Katharina, kurz Nina genannt, die sie bereits mit 20 bekam. Und zu ihrer Enkelin Cosma Shiva. Eva Maria Hagen war in den 50ern und Anfang der 60er eine Ikone in der DDR. Für ihre Filme musste sie die Haare blondieren, bis sie ihren Traummann traf. 1965 bei einem Konzert in Halle, Wolf Biermann. Da hat er mir dann ganz viele Lieder vorgespielt und ich war hingerissen. Ich dachte, wo kommt der von einem anderen Stern? Und war sofort entflammt. Und ich war davon überzeugt oder war es gewohnt, dass wenn mir einer gefällt, ich dem auch gefiel. Partei und Stasi waren alarmiert, hofften auf ein Strohfeuer der Leidenschaft, aber weit gefehlt. Also bekam Eva Maria Hagen keine Filmaufträge mehr. Liebesentzug des Staates, aber nicht des Volkes. Ich bin dann durch die Städte getingelt und habe wunderbare Rollen gespielt. Es war eine Herausforderung. Ich habe sehr viel gelernt, denn Wolf Biermann hat da auch immer sich ein bisschen mit eingemischt. Und ja, es war sehr abenteuerlich und sehr erfüllt auch das Leben und lebendig. Ja, ich bin sehr froh, dass ich auch diese Erfahrung machen konnte. Ich glaube, ich habe immer das Beste daraus gemacht. Sie folgte Wolf Biermann sowie Mutter und Tochter in den Westen nach Hamburg. Und wie viele DDR-Flüchtlinge aus dem künstlerischen Bereich ging es ihr zunächst schlecht. Sie war schockiert. Dieser ganze Kitsch und die Kaufläden voll. Wer braucht denn das alles und diese vielen Sorten im Essen? Und also das hat mich schon sehr verunsichert und mir Zeit und Nerven geraubt. Wahrscheinlich das erste Mal hatte ich Depressionen. Aber das ist dann auch bald verschwunden, denn ich habe das Glück gehabt, gleich am Schauspielhaus in Hamburg Brecht spielen zu können und dann noch unter der Regie von Giorgio Strehler. Und dann spielte ich bald in Düsseldorf die Kameliendame. Also ich hatte dann auch wieder Glück, ja. Und Wolf Biermann hat mir natürlich enorm geholfen. Der ist mit mir Tournee gegangen. Ich habe seine Lieder und dann die Lieder, die wir im Laufe des Lebens gesammelt hatten, aus den verschiedenen Sprachen. Ja, und das war mein großes Glück. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du. Mit ihren Büchern, ihrer Autobiografie Eva jenseits vom Paradies, den Liebesbriefen an Peter Hax, mit Filmen, mit Chansonabenden war Eva Maria Hagen eine faszinierende Künstlerin. Ein Leben, dem Fortuna hold war. Es gibt so viele Menschen, auch genauso talentiert und hübsch, wie ich es damals war. Ich hatte nur das Glück, Fortuna hat mir ab und zu immer mal wieder aus ihrem Füllhorn was zugeschmissen. Dieses Lachen, das da eben am Ende zu hören war von Eva Maria Hagen. Ich glaube, jede und jeder, wer ihr mal begegnet ist, wird dieses Lachen nie vergessen.